Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem erneuten Video. Heute wird wieder mein Skalp zum Brennen gebracht. Richtig. Zum, wie nennt man das? Färben? Blondieren. Blondieren und färben. Oder wird färben später? Gucken, wie dann. Aber man sagt, du bist schon wieder scheiße beim fucking Schneiden, Alter. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt Part 1, 2 oder 43 ist, Alter. So eine Kacke, Alter. Einfach komplett grundlos, ohne Skript. So, wir werden versuchen, entweder Silber zu machen oder halt komplett weiß, ne? Ja, aber das ist nicht die Farbe, die wir machen. Das ist okay, es interessiert einfach so niemanden. Sowas, das Wichtigste, ja, hier Illumini Cholera, so Cholera irgendwas, keine Ahnung. Ja, ja, hallo, kein Product Placement. Ich werde nicht von Wella finanziert, okay? Warum noch nicht? Noch nicht, kommt noch. Ich hab doch schöne Haare. Also wir machen jetzt eine Ration 40 Gramm Pulver und 80 Gramm Flüssigkeit. 81 vorbei, ich vertraue dir nicht mehr. Oha. Einfach nur 81 Gramm hat die reingemacht. 82, ach du Scheiße, jetzt vorbei. Wenn ich gleich mit Glatze rauskomme, ich schwöre, ich reiß dir deine Haare aus und nimm Klebeband und kleb mir die an meinen Kopf. Hast du auch nicht lange Freude. So, ich habe mir überlegt gerade, dass wir, während ich das hier gemacht kriege, dass wir vielleicht ein paar unnütze Fakten lesen. Der erste unnütze Fakt wäre: Wasserschweine wurden einst von der katholischen Kirche als Fische eingestuft und durften während der Fastenzeit gegessen werden. Also Elvis hat nicht ein einziges Mal eine Zugabe gegeben. Wenn er also ging, kam er nicht wieder zurück. Daher kommt die Redensart: Elvis has left the building. Elvis hat das Gebäude verlassen. Der Enkel der Frau, die Hitlers Bunker entworfen hat, hat Saddam Husseins Bunker entworfen. Merkt ihr was? Beide tot. Yoda und Miss Piggy wurden von ein und derselben Person gesprochen. Was? Das längste englische Wort mit nur einem einzigen Vokal ist Strength. Wen interessiert's? Arnold Schwarzenegger war der erste Zivilist, der einen Militärgeländewagen vom Typ Hammer besaß. Was kann man dazu sagen, außer... Get to the chopper! Jetzt kommen wir von unnötigen Fakten zu sehr coolen Fakten, die ziemlich cool sind, was die Natur angeht und sonstige Sachen. Hummer sind nicht biologisch unsterblich, aber sie produzieren ein Enzym, das ihre Zellen repariert und ihre DNA hilft, sich unbegrenzt zu replizieren. Daher rührt der Mythos, dass sie unsterblich sind. Tatsächlich gibt es aber eine Qualle, die wirklich ein Enzym hat, was die Regeneration von DNA und so weiter, sozusagen das Altern, komplett rückgängig macht. Und daran forschen gerade die Wissenschaftler in der Biologie, um zu gucken, ob man dieses Enzym nicht eventuell rausnehmen kann und das vielleicht dann so auf menschliche Basis zu beziehen. Aber nicht mit dem Grund für Unsterblichkeit, sondern einfach der simple Grund, wenn du zum Beispiel Krebs hast, dass man das dann injizieren könnte, dann dadurch sozusagen würde man den Tumor oder so sozusagen zurückentwickeln lassen. Das bedeutet halt, dass man dadurch dann theoretisch diesen Krebs besiegen könnte. Oder Alterungsprozess verlangsamen oder komplett gar rückgängig machen können. 12 seconds later. Yeah, boy, what's poppin'? Saggin', nigga G'd up, sippin', sip, nigga dip, nigga set trip, nigga gotta. Mann, ich wurde gefickt! Also Leute, wie ihr das seht, ist gerade so, dass wir jetzt ein zweites Mal blondieren. Ultra-Legitation vom Alu-Umträger. 6.5 hours later. Is this art? Yeah. Okay, I like it, Picasso. Ja, wie ihr seht, das ist nach dem zweiten Mal blondieren. Day 2. So, wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich habe gestern versucht, mit ihr zusammen die Haare ein bisschen zu färben. Leider hat es nicht geklappt, weil es ein bisschen zu dunkel war. Ja, wir haben Plan B. Let Britney alone. Das ist das Ergebnis von der jetzigen Scheiße. Weiße Farbe hat nicht geklappt. Wir haben danach eine selber Farbe reingemacht. Jetzt sind die Längen super geil. Der Ansatz ist aber jetzt, sagen wir mal, ein bisschen gelblich. Für mich persönlich ist es okay, aber für das Fräulein, was mir die Haare jetzt gemacht hat, sagt, ich kann das nicht sitzen lassen, ich kann das nicht gehen lassen. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Wenn es gleich verkackt wird, Junge, ihr werdet mich mit Glatze sehen.
Ich habe so keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich mache nie wieder diese Kacke. Hey yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin jetzt eine Granny und mache OnlyFans. Ja, das ist halt das Ding jetzt. Jetzt haben wir hier einen dunklen Ansatz gemacht. Und hier hinten ist halt nochmal grau. Und ja, man sieht zwar immer noch ein paar gelbe Stiche, aber das ist mir scheißegal, weil ich habe keinen Bock mehr. Ansonsten... Diese Pissmakrele hat die ganze Zeit geheult, dass die meine Haare verkackt hat. Ich check das nicht, dass meine Haare die heult. Aber okay. Wieso hast du geweint? Das war der Druck. Der Druck. Ich kann ein Arschloch sein, es tut mir sehr leid. Ansonsten... Nein. Dankeschön, Rechnung kommt später. Ich sage mal so, ich muss jetzt halt noch Silbershampoo benutzen und so weiter, damit halt der Gelbstich rauskommt, aber das ist mir wirklich tatsächlich scheißegal, denn dieser Kontrast zwischen Schwarz und Weiß ist halt genau das, was ich wollte. Das ist sehr gut. Das ist schon. Oh Junge! I'm an island boy! I'm an island boy! Ja, danach habe ich nämlich Braun, Schwarz, Silber. Scheiße, Alter. So, bei der nächsten Midlife-Crisis mache ich mir die Haare pink. Ciao. Wahrscheinlich mache ich mir die Haare wieder pink, wenn diese Scheiße sich nach 7 Tagen ausgewaschen hat, Alter. Und ich sehe jetzt aus wie eine scheißbehinderte Blondine mit einem schwarzen Ansatz, Alter. Wahrscheinlich mache ich das wieder, oder?